So Leute, willkommen zurück zu Mega Man X. Wir haben beim letzten Mal ja die einzelnen Stages ein bisschen durchprobiert. Bisher fand ich Hummer Man eigentlich am angenehmsten, glaube ich. War es Hummer Man? Ich glaube ja. Also, Crush Crawfish. Blast Hornet. Das ist unser nächster Gegner. Irgendwas zieht an meinem Prozessor. Ich weiß nicht was. Wartet mal. Kann sein, dass gleich alles explodiert bei mir. Ich habe jetzt nämlich mal die Steam-Freundesliste abgeschossen. Ja, ich wusste es. Jetzt explodiert alles. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Ja, die öffnet sich einfach neu. Okay. Ich habe keine Ahnung, mein Prozessor ist einfach nicht mehr so gut. Beziehungsweise mein Prozessor war noch nie besonders gut, aber jetzt gerade ist er halt... Aktuell ist er halt, ne? Ihr wisst schon. Ich habe ja den PC schon aufgemacht und alles neu. Aber es reicht halt einfach nicht. Gut, weiter. Ich muss halt wahrscheinlich mal bei Gelegenheit, wenn ich mal wieder Geld habe. Die Stage kommt mir bekannt vor. Hatten wir die beim letzten Mal schon gemacht? Aber wenn es ein bisschen laggt, dann tut es mir leid. Ich kann es nicht ändern. Ist aber auch lustig, dass es ausgerechnet bei diesem Spiel hier laggt. Nee, das ist eine neue Stage. Die Aufzüge kamen mir nur bekannt vor. Hätte mich auch gewundert, weil an die Hornet hätte ich mich bestimmt erinnert. Aber ich muss irgendwann mal die Tastenbelegung hier ändern. Ja, da ist kein Durchgang. Da ist nur auf die Schnauze. Aber auf die Schnauze ist irgendwie überall. Da unten gibt es Leben. Aha. Vielleicht muss ich mal V-Sync ausmachen. Das ist ja auch immer ein großer Faktor. Okay. Okay, ich weiß nicht, wie ich ihn besiegen soll. Wenn er nicht gleich ins Gras beißt. Scheiße. Irgendwie ist mit den Lags ist nicht gut. Da muss ich mir was überlegen. Wie ich das vielleicht noch ein bisschen reduziert kriege bei Mega Man. Ich habe halt echt langsam keine Ahnung mehr, woran es liegen könnte. Ich glaube einfach, meine CPU ist alt, ist schlecht und ich sollte mir mal irgendwann sollte ich halt mal in eine neue investieren. Bei Gelegenheit. Habe ich ja vor, aber dauert halt noch ein bisschen. Aber ihr könnt ja mal, wenn ihr in einem Stream von mir seid, könnt ihr ja einfach mal einen Fünfer da lassen.
dass ich mir einen neuen Laptop kaufen kann. Nein, müsst ihr nicht. Erwartet von wirklich niemandem, dass er mir irgendwas spendet. Das ist Quatsch. Dafür arbeite ich ja. Und wenn ihr hier viele Sachen mit Werbung guckt, ist das auch eine ganz, ganz große Hilfe. Also ein Adblocker aus. Das Mistding. Mache ich auch bei YouTubern, die ich mag. Okay. Da hat wieder der Leck mich gekillt. Ich muss echt mal gucken, ob ich meinen Prozessor noch irgendwie schneller kriege. Unglaublich, dass es ausgerechnet bei Mega Man hängt. Aber ich glaube halt einfach, Mega Man ist nicht optimiert. Das kann ich mir das nicht erklären. So. Oh, da habe ich auf die Schnauze gekriegt. Wir dürften jetzt ruhig nochmal irgendwo eine große Heilung fallen lassen. Hier kann ich noch rein. Wartet mal. Aha, da haben sie eine große Heilung versteckt. Perfekt. Aber teilweise leckt es auch, obwohl mein Prozessor noch okay ist. Also, fragt mich nicht. Ah, die Puzzeln hier, wie in die Tetris. Kann ich zerschießen, aber ich glaube, ich soll eigentlich auf den hoch. Ah, warum nicht? Ne, die Kiste tut weh. Bin mir jetzt nicht sicher, wie das gedacht ist. Weil ich kann zwar die Kiste abschießen, aber ich kann das Vieh nicht abschießen. Doch, kann ich. Aber immer nur so ein bisschen. Wenn ich früh genug anfange, die Kiste zu zerstören. Da, okay, das war auf Dauer. Das war einfach so ein Time-Event, wahrscheinlich, damit man hier sein Leben auffüllen kann. Und seine Waffen. Wahrscheinlich, weil die sich gedacht haben, beim letzten Boss verbraucht man bestimmt eine Spezialwaffe. Und jetzt ist nochmal Miniboss-Zeit angesagt. Oder ist einfach nur ein Durchgang. Okay. Hier überall diese Durchgänge. Ich weiß nicht, vielleicht wenn man die Kisten nicht kaputt gemacht hätte, wäre hier noch ein Boss gewesen. Ich hab doch auch keine Ahnung. Gerade hier auch nur. Oh, dass der sich umdrehen kann, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, du Sack. Würde aber gerne mal ein permanentes Leben-Upgrade finden. Da wäre ich relativ glücklich drüber. Da ist er. Oh, fuck. Wie kriege ich euch denn los?
Okay, einfach gar nicht erst treffen lassen und mit so einem Mega-Schuss kaputt machen. Okay, das ist ein Boss. Ich glaube, der ist machbar, wenn man sich ein bisschen einfindet und mein Prozessor mitspielt. Okay, ja, das war dumm. Das war einfach nur dumm. Kann ich mich da durchchargen? Nee. Okay, da bin ich reingerannt, weil ich dachte, der Schuss reicht, um die zu töten. Okay, ich habe das Gefühl, die Gegner in diesem Spiel sind schwerer als früher. Moment mal. Mein Aufnahmeprogramm hängt ja auf einer Zeit. Ich muss mal gerade was gucken. So, Leute. Da sind wir wieder. Kann weitergehen. Okay, die Hornet, die ging. Aber ich möchte trotzdem mal gucken. Irgendwie spinnt gerade mein Aufnahmeprogramm. Aber ein Run... Oh, jetzt habe ich es übersprungen. Jetzt wissen wir nicht, wer der Boss ist. Oder wie er heißt. Aber es ist wohl in einer frostigen Umgebung. Mit dem Sichelmond aus Assassination Classroom. Jetzt habe ich gerade auf mein Aufnahmeprogramm geguckt, weil das gerade Mist macht. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass es irgendwo ein HP-Upgrade gibt. Hier gibt es immer diese Teleporter. Ich weiß nicht, wofür die sind. Sind die aus einem alten Teil? Sind die Stages hier vielleicht... Ja, da bin ich rechtzeitig gesprungen. Irgendwie veränderte Versionen von alten Stages? Dass das ist? Dass das hier die Teleporter waren, die wir aus den alten Teilen kennen? Aber ich glaube nicht, da will ich mich doch dran erinnern. Oder andererseits, an was erinnere ich mich noch von Mega Man? Das Eis, das ist rutschig. Das merkt ihr vielleicht nicht richtig. Aber es spielt sich auf Eis. Also. Nein, nein, Mega Man! Mega Man! Spielt sich richtig beschissen. Okay, das war eine kurze Runde. Da mein Aufnahmeprogramm gerade spinnt, starte ich das mal neu. Ihr lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Mega Man X. Bis zum nächsten Mal, euer Wolf.